Guten Morgen, heute das Video vom Männertag letzte Woche und nachdem ich Euch ja, die entsprechenden Impressionen zum Besten gegeben habe, möchte ich eigentlich auch mal so ein allgemeines Wort zu solchen Festivitäten verlieren. Eigentlich kann ich es doch gleich machen. Man ernährt sich ja auf eine gewisse Weise, jeder von uns. Zum Beispiel ich ernähre mich jetzt rogan. Das bedeutet, dass ich eigentlich mich darauf eingestellt habe, ja, zu dieser Festivität, quasi zu dem Männertag, mein Obst und mein gedörrtes Gemüse zu essen. Aber dann kam es eben, dass einer der Omnivoren Gäste seinen Salat vegan gestaltet hat. Das heißt, er hat einen Salat gemacht und der Feta-Käse, der eigentlich reinkommt, den hat er eine extra Schüssel gemacht, den konnte sich jeder auf den Teller dazu machen. Aus Rücksicht vor mir, obwohl ich nur einer von sieben gewesen bin. Das hat mich natürlich so stark gerührt und das war also die Geste, das war einfach eine Geste des Respekts und eine also wunderbare Geste. Da habe ich natürlich den Salat mitgegessen, ohne zu überlegen. Ja, der im Übrigen sogar sehr lecker war und wollte auch das würdigen. Ne? Wenn ich jetzt so ein starrer Rohkostdogmatiker gewesen wäre, dann hätte ich ihn belehrt, wie gesünder die Rohkost ist und dass ich ja, dadurch seinen Salat, den er extra für mich vegan gestaltet hat, nicht essen kann. Und dann dürft ihr dreimal raten, was bei ihm im Kopf dann hängen bleibt, ne? Und was das auch bedeutet für die Veganer oder für die Rohkostentwickler, je nachdem welches Ernährungskonzept man jetzt in sich trägt. Das heißt, man muss eine gewisse Sozialkompatibilität auch sich erhalten und menschlich bleiben vor allem. Ne? Das ist wieder so ein ganz klassisches Beispiel auch, warum ich Roganer bin und eben kein Rohköstler oder Veganer in dem Sinne. Ne? Ich bin Roganer, ganzheitlich denken und entspannt die rohe Vielfalt genießen, zusammen mit Freunden und einfach ja auch nur Freude am Leben haben, zufrieden sein, ausgeglichen sein. Ja, und jetzt geht's auch dann gleich rein in die Videoimpression. Viel Spaß. So, es ist wieder Männertag, es ist wieder Zeit, die Kamera zu putzen. Nee, ja, es ist wieder Zeit für ein gemütliches Beisammensein mit Freunden und ja, ich bin auch wieder der einzige Veganer wahrscheinlich. Der eine hat letztes Jahr ziemlich Interesse gehabt, so ein bisschen am Veganismus. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit er heute ja, von seinen Erfahrungen berichtet. Ich sehe den Großteil von denen nur einmal im Jahr zum Männertag und zwei bin ich ein bisschen mehr im Kontakt. Ja, und da bin ich mal gespannt. Ansonsten, es sieht noch sehr kunterbunt aus. Es beginnt in 2 Stunden. Das ist sozusagen der Status Quo und ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein bisschen aufgeräumt habe. So, und jetzt bin ich fertig mit Aufräumen, können wieder bequem hier 8 Leute Platz nehmen, selbst wenn es regnet. Dank meiner selber gebauten Konstruktion hier kommt auch fast nichts rein. Ja, ansonsten habe ich heute sogar mal für musikalische Untermalung sorgen können, weil ich habe so ein Ding geschenkt bekommen, wo man einfach das Handy reinmacht und was dann die Musik vom Handy abspielt. Coole Sache. Ja, und der Grill. Den Grill brauche ich natürlich heute gar nicht, weil ich werde auch heute nur Rohkost essen. Ich zeige euch gleich, was ich heute esse. Und, aber die anderen 7 Leute tun ja ihre Steaks braten und so weiter. Deswegen werde ich den Grill ja einfach denen überlassen, sagen hier, das ist euch und nach mir die Sinnflut. Ich zeige euch mal, was es bei mir jetzt gibt. Eigentlich kann ich euch das auch zeigen, wenn es nachher Essen gibt, weil jetzt müsste ich es aus dem Kühlschrank rausholen und so weiter. Und ich wollte noch ein bisschen was machen für den Garten und zwar hier, guck mal. Das sind meine Maispflanzen, den Mais will ich einpflanzen. Das ist Salat und das ist Kugelzucchini. Und dazu habe ich eventuell, wenn ich noch Zeit habe, überlege ich heute meinen Feigenbaum einzupflanzen. Na? Aber das werde ich halt sehen. So, und das sind Sachen, das was es heute für mich gibt. Das sind einmal das gedörrtes Gemüse, dann das ist ein Nudelsalat, den hat jemand mitgebracht und hat extra für mich den vegan gestaltet und den Feta-Käse, der dazugehört, den hat er extra gemacht. Da wusste er natürlich, den wir sehen uns einmal im Jahr und da wusste er natürlich nicht, dass ich jetzt sozusagen eher so ruckelig unterwegs bin, aber ich konnte das, also da hat es extra für mich gemacht, deswegen musste ich das auch essen, von daher. Dazu passend sozusagen Tzatziki aus Sojajoghurt, einen normalen Tomatensalat, also den ich gemacht habe und eben das gedörrte Gemüse. Ansonsten, das ist der Grill, der ist noch nicht voll, weil heute steht irgendein so ein Gulasch auf dem Blick. Nee, vergiss es. Schmeckt ja nicht wirklich nicht, das ist Rohkost. Das sieht ja Wahnsinn aus. Das ist nur einfach ganz viel gemixtes Gemüse und gedörrt wirklich. Du kannst auch gerne das probieren oder der Hälfte holt, aber das ist halt wirklich nur reines Gemüse gedörrt und das ist nicht groß. Also, das schmeckt ja lecker. Was für Gemüse? Ehrlich? Ja. Naja, dann gib mir doch mal der Hälfte oder den nehmen wir ins einen weg. Naja. Ein bisschen kleines, weil das nicht glaubst so. Glaubst du selber nicht, doch, das schmeckt lecker. Das ist ja intensiv. Das ist nur gedörrtes Gemüse und ein bisschen gewürzt. So, jetzt sind wir langsam beim Grillen und
Genau, diesmal habe ich gar nichts am Grill, aber ich habe halt doppelt gesündigt. Ich einmal Nudelsalat und jetzt habe ich noch Brötchen. Das ist keine Rohkost. Was für eine Nudel? Ja, die Nudeln habe ich. Ansonsten gibt es bei den anderen hier immer Rind mit Nudelsalat und Tzatziki und Feta-Käse-Nudelsalat. Und dann aber hinten noch unsere zwei Experten, die machen in so einem Crockpot oder wie auch immer das dann heißt. Genau. Dutch-Oven. Diese Reis, diese Nudelreis, diesen Karititari oder sowas. Griechische Nudeln. Genau. Und dann machen die ja so ein Topfgericht. Genau. So, und jetzt ist der Abend etwas weiter fortgeschritten und ja, und die Leute, die räuschern hier alle sehr gern und da habe ich mich natürlich gefügt und dann räuschern wir hier. Wir haben hier verschiedene Sachen, wie zum Beispiel weißen Salbei und Damiana und das Harz der Schamanen und Etria und das tun wir einfach so Sachen, so eine Shisha-Tablette, das wir drauf und dann räuschen wir das und dann haben wir dann alle gute Laune am Ende. Oder der eine oder andere eben nicht, aber auf jeden Fall, genau, das ist jetzt sozusagen unser Abendevent, bevor wir uns dann nachher nachts dann über alle. Gegenseitig, befingern, ja. Alle übereinander herfallen. So, wir machen jetzt ein kleines Feuerchen zum Abend in einer Tonne, Stil echt. Ja, schön, romantisch. Und guck mal, wie sie alle rumsitzen hier. Ach, sieht man heute nicht als Dunkelscheiße. Ja, sie sitzen alle rum, sie haben sich in den Armen. Rohköstliche Geborgenheit über. Ach Mensch, es ist alles romantisch. Romantisch. Aber das Feuer ist ganz schön hoch, weil hier oben sind auch. Aber ist egal. Ich habe einen Freund in der Feuerwehr. So, das soll es als kleine private Impression mal gewesen sein. Ihr habt euch ja auch gewünscht, weiterhin immer mal an solchen privaten Dingen teilhaben zu wollen und nicht nur irgendwelche Themenvideos zu ja, euch anschauen zu müssen, keiner muss, aber dass eben die privaten Dinge immer noch Bestandteil bleiben und das wird auch fester Bestandteil in meinem Kanal bleiben, über mein privates Leben werde ich eben berichten, weil das ist nun mal das, wovon ich wirklich zu 100% berichten kann. Da kann ich wirklich zu 100% von mir selber berichten. Wenn ich irgendwelche Wissensvideos mache, dann ist das immer so, dass ich versuche einen Konsens zu finden über die gesamten Erfahrungen der Menschen oder der Wissenschaftler, wenn es jetzt ein ganz wissenschaftliches Thema ist. Aber bei meinen persönlichen Erfahrungen, da kann ich zu 100% echt euch das sagen und deswegen ist auch so wichtig diese Offenheit, ne? Das Video dazu findet ihr oben in den Infokarten, warum ich auch zu 100% offen bin, weil das einfach, nur dann macht es Sinn, weil das Größte, was ich in die Waagschale werfen kann, sind meine persönlichen Erfahrungen. Und gut, jetzt der Männertag, das ist jetzt kein erhebendes Erlebnis oder sowas, wobei wie gesagt, die Situation mit dem veganen Salat ist schon eine Sache, wo man anhand eines praktischen Beispiels quasi ja, versteht, warum es eben nicht gut ist, zu 100% Rohkost zu essen, ne? Und das auch im gesellschaftlichen Kontext und zu 100% vegan zu essen. Man kann es ja runterbrechen, ich bin jetzt gerade Veganer geworden und einer hat einen Salat gemacht, wo er dachte halt, dass der vegan ist, hat aber aus Versehen vielleicht Worcestershire reingemacht, wo halt Sardinen mit verarbeitet werden oder irgendein Ketchup benutzt, irgendwas benutzt, wo es halt nicht vegan ist, hat sich aber sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass man das trotzdem wertschätzt, ne? Das ist viel mehr wert als ja, dass man in dieser Situation sagt, nein, das hast du falsch gemacht und dann mit dem Finger drauf zeigt. Ne? Also von daher, die Persönlichkeit und die persönlichen Erlebnisse werden immer ein ganz, ganz fester Bestandteil hier bleiben. So, wenn ihr das gut findet, dass weiter so Sachen persönliche Impressionen kommen, einfach Daumen nach oben oder ein Kommentar per Feedback. Natürlich auch ja, die Rückmeldung bezüglich der Tatsache, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Ernährungsform habt zu 100%, dann kommt so eine Situation. Seid ihr in der Lage da wirklich auch zu sagen, okay, er geht mal kurz runter, um einfach auch, nein, ich habe ja den Anspruch, ich möchte das ja in die Welt tragen, ich möchte die Welt verbessern, indem ich eben eine Gesundheit und eine gesunde Ernährung und natürlich auch verbunden mit der veganen Ernährung als erste Instanz sozusagen präsentiere als einen Lebensstil, der nicht karg ist oder der weg vom Genuss ist, sondern der einfach wirklich ja, zufriedener macht. Und deswegen möchte ich die Menschen auch erreichen. Manche machen das ja nur für sich und dann ist es vielleicht so, dass sie dann sagen, nee, ich will nicht. So. Aber so eine gewisse Sozialkompetenz gegenüber anderen Menschen und auch eine Empathie gehört, glaube ich, zum Zufriedensein dazu. Meiner Meinung nach. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst raus, was ihr rauslassen müsst. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.